Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Video für euch und zwar ein Ask Myla. Ich habe halt viele Fragen bekommen und übrigens ist mein Handy kaputt. Ja, also ich habe ja noch in meinem 25 Facts About Me Video gesagt, dass ich mich wundere, dass es noch nicht kaputt ist, aber ja, das war dann wohl Karma. Ja, was soll ich machen? Wisst ihr, wie lange ich für diesen Dutt gebraucht habe? Und der ist trotzdem hässlich. Boah. Wie das aussieht. Lassen wir es so. Bleiben wir so. Und ich habe halt sehr viele Fragen bekommen. Und die Fragen sind super gut. Also es sind jetzt nicht so 0815 Fragen, sondern halt etwas besonderere. Ich werde jetzt einfach nacheinander beantworten. Und falls ihr noch Fragen habt für mein nächstes Video, dann stellt die in den Kommentaren und dann werde ich euch auch erwähnen und so und die halt dann beantworten in meinem nächsten Video. Ja. Die erste Frage ist von Loredana und sie fragt, wie bist du dazu gekommen, YouTube-Videos zu drehen? Und die habe ich ja schon mal beantwortet. Das war halt einfach so, dass ich selber sehr viele Videos geguckt habe, also YouTube-Videos. Aber es kam halt so, dass ich das schon immer machen wollte und auch als ich 10 oder 11 war oder 12, hatte ich mit meiner besten Freundin einen YouTube-Kanal, aber das war wirklich peinlich. Das war wirklich, ich wünschte, ich hätte die Videos noch, aber wir haben die leider gelöscht. Ja, aber da haben wir halt so richtig peinliche Videos gemacht und war halt überhaupt nichts und irgendwann haben wir die halt auch wieder gelöscht dann. Und ich hatte auch immer so selber Videos von mir gemacht, aber halt nie hochgeladen. Richtig unnötig, aber ich wette, es gibt viele, die das machen. Aber irgendwann habe ich mir dann einfach so gedacht, ja, let's dates hoch, was soll denn passieren? Kannst eh nichts verlieren. Und ja. Die Ivana fragt, wie steht's mit deinem Selbstbewusstsein? Ich würde sagen, ich habe ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein, aber ich bin nicht eingebildet. Also ich bin selbstbewusst, aber nicht eingebildet oder arrogant oder so. Also ich bin noch am Boden. Aber ich bin froh, dass ich selbstbewusst bin, weil es gibt viele, die nicht selbstbewusst sind. Und das finde ich total schade. Apropos Selbstbewusstsein, ich habe auch ein Video zu Selbstbewusstsein. Ich verlinke euch das mal in die Infobox. Dann fragt sie noch, hast du zwei Persönlichkeiten, eine für die Society, eine privat oder zeigst du allen dein wahres Gesicht? Also, ob ich mich vor der Kamera verstelle und ich verstelle mich nicht vor der Kamera, also ihr sollt mich ja mögen, wie ich bin. Also ich bin eigentlich so, wie ich bin vor der Kamera, nur halt manche Sachen, die ich zum Beispiel zu Freunden sagen würde, würde ich jetzt nicht vor der Kamera sagen, einfach weil es einfach jeder sehen kann und weiß nicht, dann wird schnell geurteilt und deswegen behalte ich halt manche Sachen dann auch für mich oder für mein Privatleben und deswegen halt, ja, aber eigentlich bin ich so, wie ich sonst auch bin. Die Celine fragt, wenn du eine Schönheitsoperation machen müsstest, welche wäre es? Ich würde auf jeden Fall meine Nase operieren lassen, sofort. Ich möchte das sowieso machen lassen, aber ich weiß es noch nicht, ich muss mal gucken. Ich will das schon seit ich 11 bin oder so, oder 10. Aber mittlerweile, ich glaube langsam freunde ich mich mit meiner Nase an. Aber trotzdem, wenn ich die Chance hätte, würde ich meine Nase operieren lassen. Die Maria fragt, welchen YouTuber würdest du mal gerne treffen, beziehungsweise hast du ein Vorbild? Ich würde gerne mal Shirin treffen oder halt viele amerikanische YouTuber. Ich gucke lieber amerikanische YouTuber als deutsche. Und von den Deutschen gucke ich halt so Shirin und die ganzen da. Und ja, aber Shirin wäre, glaube ich, die ich am meisten treffen wollte. Und ja. Und Sammy. Ja, Sammy würde ich auch total gern treffen. Die V2 schreibt, wie alt bist du? Und ich bin 15. Ich werde am 10. November 16. Sie fragt noch, wie bist du auf deinen YouTube-Namen gekommen? Am Anfang hieß ich ja Beauty by Myla 07 und jetzt heiße ich ja nur noch Beauty by Myla. Ich weiß auch nicht, warum ich die 07 dahinter gemacht habe. Ich wollte einfach cool sein, aber ich frage mich schon. Egal, jetzt heiße ich Beauty by Myla, weil ich erstens heiße ich Myla und Beauty, weil ich halt viel Beauty mache und Beauty liebe. Deswegen Beauty by Myla. Die Annabelle fragt, Sommer oder Winter? Ich weiß nicht, eigentlich beides. Also
wenn ich langen Sommer habe, dann will ich immer den Winter. Und wenn ich lange Winter habe, dann will ich immer den Sommer. Aber wenn Winter, dann auch mit Schnee und so. Nicht so einen deutschen Winter oder so einen deutschen Sommer. Guck mal, es regnet. Im Juli. Haben wir Juli? Ja, wir haben Juli. Die Blender fragt, bist du zufrieden mit dir selbst? Ja, ich würde natürlich gerne manche Sachen ändern, aber ich habe gelernt, mich selber zu akzeptieren und deswegen bin ich halt auch einfach zufrieden mit mir, weil ich es halt sowieso nicht ändern kann und das sollte jeder sein. Man sollte sich selbst lieben. Dann fragt sie noch, bist du vergeben? Und nein, ich bin nicht vergeben, ich bin Single. Ist es schwer mit den Braids? Ich habe ja noch ein extra Video dazu. Ich schätze mal, das ist hier vor hochgeladen worden, sonst kommt das noch. Aber man gewöhnt sich dran. Also am Anfang ist es komisch, weil die halt auch ziemlich schwer sind. Und halt, weil das ziemlich ungewohnt ist, aber man gewöhnt sich dran deswegen. Dann fragt sie noch, dein nächstes Reiseziel. Ich weiß nicht, ich habe kein Reiseziel, weil ich habe kein Geld für Urlaub, deswegen will ich mir auch gar kein Reiseziel machen, aber ich würde total gerne nach Amerika. Boah, nach Amerika. Die Jennifer fragt, was denkst du über Leute, die sagen, dass Mädchen keine Snapbacks tragen sollten? Ich denke, dass Mädchen das tragen sollten, was sie wollen. Wenn die Snapbacks oder Caps oder sonst was tragen wollen, dann sollen sie es machen. Und keiner soll da reinreden, weil jeder soll doch das machen, was er will. Und ich trage auch manchmal Snapbacks. Nicht mehr so oft, aber ja. Die Lena fragt, wie war das Jahr 2015 bis jetzt für dich? Ich weiß nicht. Also es war mal so. Es gab viele halt so schlechte Zeiten. Aber es ging mir halt eine Zeit lang nicht so gut. Das war aber halt, weil ich jetzt wieder Single bin. Ich hatte ja einen Freund, aber da habe ich halt sehr drunter gelitten. Aber sonst geht's eigentlich. Was ich an diesem Jahr super schätze, sind einfach meine Freunde. Also besonders Julia und Jesse, also mein besten Freund und meine beste Freundin, mit denen ich ja auch schon Videos habe, weil unsere Freundschaft ist einfach so krass geworden. So eine Heulsoße, ne? Aber ich weiß einfach, dass ich mich immer auf die verlassen kann. Und dass wir immer füreinander da sind. Und ich weiß, dass nicht viele so eine Freundschaft haben wie wir. Und dieses Jahr hat uns einfach so zusammengeschweißt. Und ich bin einfach so froh, dass ich sie habe. Und ich weiß nicht, das ist wie meine zweite Familie, sind die beiden. Und uns geht es allen so und ich kann mir halt wirklich mein Leben nicht mehr ohne die vorstellen. Weil hätte ich die nicht, dann ging es mir so scheiße. Die haben mich so aufgebaut und alles und gegenseitig sind wir immer füreinander da und ich kann so auf die zählen, wirklich. Und ich höre jetzt auf zu heulen, ich bin behindert, ich bin dumm. Tut mir leid, wirklich. Aber ja, ich liebe euch. Ihr wisst das aber auch. Und deswegen schätze ich das Jahr halt. Aber da uns dieses Jahr halt so und diese verschiedenen Schicksalsschläge oder so uns halt so zusammengeschweißt haben, bin ich halt auch irgendwie sehr dankbar für dieses Jahr. Also wir waren schon lange befreundet, aber dieses Jahr ist das so krass geworden. Die Annabelle fragt, wie würdest du dich selber beschreiben? Ich würde mich selber als sehr dankbarer Mensch beschreiben, als sehr liebevoller Mensch und netter Mensch. Ich gebe jedem eine zweite Chance, außer wenn er wirklich verkackt hat bei mir. Aber da muss man echt was Schlimmes gemacht haben. Ich bin respektvoll und bin zu jedem nett, der zu mir nett ist und die Christin fragt, was möchtest du mit YouTube erreichen? Also erstmal mache ich YouTube ja, weil es mir Spaß macht und ich verdiene kein Geld mit YouTube. Also das denken ja manche, aber ich verdiene kein Geld mit YouTube. Aber ich mache das halt, weil es
sozusagen mein Hobby ist und weil ich halt das total gerne mache. Ich weiß nicht, das macht mir totalen Spaß. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht auch mal irgendwann damit Geld verdienen möchte. Halt das so quasi zu meinem Beruf machen möchte. Weil, also, es fragte noch hier eine, was mein Traumberuf ist. Und ich habe halt meinen Traumberuf als Stylistin. Ich möchte ja Stylistin werden. Aber ich möchte halt auch nicht so nur einen Job haben, weil ich glaube, dass mir das irgendwann total langweilig wird. Und deswegen denke ich mir halt immer so, ich würde einerseits gerne so Stylistin werden ein paar Tage die Woche und andererseits noch YouTube-Videos drehen und damit vielleicht noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Weil ich finde, YouTuber sein ist halt erstmal sowieso nicht einfach. Viele stellen sich das immer einfach vor, aber das ist halt nicht so einfach. Vor allen Dingen für welche, die richtig viel Arbeit in die Videos stecken. Das mache ich jetzt halt noch nicht so. Ich würde das gerne machen, aber dafür fehlt mir halt auch einfach halt die Zeit, die Motivation und so das Equipment, sage ich mal. Und aber ich würde halt schon später gerne mit YouTube Geld verdienen und das halt so zu meinem, vom Hobby zum Beruf machen und so halt irgendwie so beides machen und das dann auch so kombinieren und so. Also das wäre wirklich mein Traum und ich möchte halt damit erreichen, dass ich also ich möchte ja nicht nur Beauty machen oder euch zeigen, wie ihr richtig konturiert, wie ihr den richtigen, perfekten Eyeliner macht, wie ihr das macht. So Schönheit, wisst ihr, aber Schönheit ist nicht alles. Ich möchte nicht nur zeigen, wie ihr euch hübsch macht oder sonst was, sondern halt, ich möchte auch Menschen, auf Menschen zugehen und Menschen helfen in manchen Sachen, wie zum Beispiel mehr Selbstbewusstsein bekommen oder Tipps geben in irgendetwas Wichtigerem als sich richtig zu schminken oder sonst was. Deswegen möchte ich halt gerne eine Person sein, die auch einen Einfluss auf Menschen hat und ich hoffe, dass ich manchen vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann und dass ich etwas ändern kann, so ein bisschen. Also die Welt kann man sowieso nicht ändern oder die Menschen, aber man kann es wenigstens versuchen. Und ja, das will ich halt so damit erreichen. Vitu fragt noch, was war dein erstes Konzert? Mein erstes Konzert war am 4.5.2012, nee, 2013. Nee, 2013 von One Direction. Die Maria fragt, was sind deine wichtigsten Menschen in deinem Leben? Und ja, wie gesagt, neben meiner Familie sind das halt im Moment Jessie und Julia. Und ja. Die Britta fragt, stehen alle deine Freunde hinter dir wegen YouTube? Ja. Also, ja, eigentlich schon. Also ich habe noch nichts Negatives gehört von Freunden oder Bekannten oder so. Aber ich glaube, dass manche das auch einfach nur so sagen, dass sie dann einfach irgendwann sagen werden, dass sie es scheiße finden und am Anfang halt so tun, als ob sie es gut finden, aber egal. Also ich weiß, dass meine engen Freunde alle hinter mir stehen und mich auch wirklich unterstützen. Die Soraya fragt, wie sollte dein Traumboy aussehen? Ich habe nicht wirklich einen konkreten Traumjungen, also Ich sage jetzt nicht nur das und das will ich, aber jetzt vom Aussehen her, also ich stelle mich nicht auf einen gewissen Typ fest, aber ich stehe halt sehr auf dunkelhäutige bzw. Mischlinge. Ja, if you ever go black, you never come back. Merkt euch das mal. Dann fragt die Nada, was ist dein Traumberuf und by the way, du bist wunderschön. Erstmal Dankeschön, du bist auch wunderschön. Und ja, mein Traumberuf habe ich ja eben gesagt, eigentlich Stylistin, aber auch YouTuberin und so. Die Barbara fragt, was für Ziele hast du für deine Zukunft und sagt, du liebst mich. Also ich liebe dich, Barbara. Und meine Ziele sind, gut in der Schule zu sein, versuchen, Menschen glücklich zu machen irgendwie und mich auf meine auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und halt auch mit YouTube erfolgreicher zu werden irgendwie, aber das ist halt nicht einfach. Ich meine, ich mache jetzt über anderthalb Jahre YouTube und habe 1600 Abonnenten.
Ich meine, manche hatten innerhalb von einem halben Jahr 1 Million Abonnenten, aber egal. Ich werde nicht aufgeben. Und das habe ich auch gestern noch zu meiner Freundin gesagt. Auch wenn es bei mir nicht so richtig schnell bergauf geht, ich werde nicht aufhören mit YouTube, auch wenn ich mal irgendwann keinen Bock mehr habe. Weil ich weiß, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe und dann alles lösche, dass ich irgendwann wieder Bock bekomme. Und dann muss ich alles von neu aufbauen. Das war anstrengend bis hierhin. Das mache ich nicht nochmal. Deswegen werde ich halt YouTube, denke ich mal, nicht löschen, hoffentlich. Aber nein, keine Sorge. Die Carina fragt, was liebst du an dir? Im Moment liebe ich an mir meine Haare. Ja. Ich wünsche, ich hätte immer diese Haare. Die Ivana fragt, wie ist es als hübsches Mädchen in dieser Gesellschaft klarzukommen? Merkst du oft, dass du in Sachen bevorzugt wirst, nur weil du hübscher bist als andere? Und sag nicht, dass du nicht überdurchschnittlich schön bist und außergewöhnlich. Wir wissen es doch alle. Oh, wie süß. Nein. Oh Gott. Dankeschön. Also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich mich selber jetzt nicht so überdurchschnittlich hübsch finde oder so. Mann, das ist komisch, die Frage zu beantworten, weil man dann direkt eingebildet rüberkommt. Aber wie gesagt, ich finde mich jetzt nicht übertrieben Bombe, aber ja, ich weiß halt, wie ich aussehe. So. Und also ich weiß nicht, also was ich halt so in der letzten Zeit mitbekommen habe, da habe ich mir manchmal so gedacht, so eigentlich ist das gar nicht so toll, weil ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber man wird halt schnell, wenn man halt nicht hässlich ist und auch keine richtig schlechte Figur hat, wird man schnell als Sexsymbol oder sowas dargestellt, also sowas Ähnliches. Und dann wollen halt viele einfach nur das eine. Und ich glaube, wenn man halt nicht von so vielen, ich weiß nicht, vergöttert wird, sage ich mal, also von vielen hübsch gefunden wird, dann glaube ich, dass die Jungs das ernster meinen. Aber wenn man, ich weiß nicht, ich habe halt in der letzten Zeit nach meinem Freund, habe ich halt so viele Jungs haben mich angeschrieben und im Endeffekt wollten eigentlich fast alle nur dasselbe. Und halt nur sich mit mir treffen, um dann, ne? Und wenn ich dann halt, oder die wollten Nacktbilder oder sonst was, und wenn ich das dann nicht geschickt habe, weil ich sowas nicht mache, haben die mich geblockt. Ja. Soweit ist die Jugend halt irgendwie heute schon gesunken. Und deswegen weiß ich nicht. Also ich finde es, ich weiß nicht, ich bin nicht unzufrieden mit mir, aber ich denke mir halt manchmal so, du würdest nicht so verarscht werden, wenn du anders aussehen würdest. Ich weiß es nicht. Also mir kommt so vor, dass es ist natürlich schon manchmal, wird man bevorzugt oder so, aber halt selten. Und ich glaube manchmal regt das regt halt einen total auf. Mich regt das total auf, Jungs. Im Moment bin ich richtig anti-Jungs, weil ich halt irgendwie einfach glaube, jeder Junge will nur ficken. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war irgendwie ein bisschen emotional, dieses Video, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber egal, es passiert. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und falls ihr mich mögt, dann abonniert mich doch oder liked mein Video. Jo. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.